Ja, und somit darf ich euch recht herzlich willkommen heißen, liebe Souls-Freunde, zum Dark Souls Platin Walkthrough, die Legende, ja, das Spiel, mit dem From Software weltberühmt geworden ist, mit dem vielleicht besten Level-Design aller Zeiten. Ihr habt mega Bock drauf. Vielleicht ein paar kurze Informationen. Wir werden das Spiel 2,5 Mal durchspielen. Es ist ein verdammt episches Spiel. Wirklich vom Allerfeinsten. Zu den Trophäen. Es gibt wieder Eid-Trophäen. Keine Sorge, nicht so wild wie in Dark Souls Teil 3. Aber dennoch ein bisschen anstrengend. Jedoch die anstrengendste Trophäe ist die Waffentrophäe, dass wir alle Waffen im Besitz haben müssen. Dazu zählen auch 6 Waffen, was nur Bosse droppen, wenn man ihnen den Schwanz abschlägt. Sprich, wir müssen 6 Bossen den Schwanz abschlagen, bevor sie sterben. Nur dann bekommen wir die Waffe. Machen wir alles im ersten Durchgang. So, ich würde sagen, bevor wir viel quatschen, starten wir einfach mal ein neues Spiel. Charaktername, ich nehme da wieder die Nameless Queen. Die habe ich schon in Dark Souls 3 gehabt. Ihr habt richtig Bock, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Auf die gemeinsame epische Reise. Nameless. Und Queen, sehr gut. Geschlecht weiblich. So, die Klasse. Krieger, durchschnittliche Werte. Der Ritter, für mich der einzige Vorteil, das Schild mit 100% physischer Abwehr. Der Vagabund, eher Dex-Charakter. Der Dieb, den nehme ich aus folgendem Grund. Also zwei Gründe. Erstens ist komplett egal, was wir nehmen. Wir werden in diesem Part so viele Seelen uns schon zusammenfarmen, ja, dass es egal ist. Es ist wirklich egal. Aber ich nehme den Dieb aus einem Grund, wegen einem Parierschild. Der hat das Zielschild und das ist meiner Meinung nach das beste Parierschild im Spiel. Bandit ist der mit der meisten Stärke, also eigentlich eine recht gute Axt. Das Spinnenschild hat der dabei, das was sehr gut ist, ein legendäres Schild gegen toxische Angriffe, gerade in Schandstadt ist das Gold wert. Der Jäger hat gute Beweglichkeit, also auch Dex-Charakter. Zauberer, große Empfehlung von mir, hat das Lederschild, was auch ein gutes Parierschild ist, und der Zauberer ist absolut OP in Dark Souls 1. Pyromant nicht so, weil Pyromantien jetzt nicht so in Dark Souls 1 gefördert werden, wie zum Beispiel in Dark Souls 3. Kleriker klar, Wunderwirker und der Bettler mit den durchschnittlichen Werte. Wie gesagt, ich nehme den Dieb. Und jetzt ganz wichtig, Leute. Wenn ihr den Dieb nicht nehmt, sondern einen Zauberer oder einen Vagabunden, dann müsst ihr unbedingt den Generalschlüssel als Begräbnisgeschenk nehmen. Warum nehme ich denn nicht? Weil der Dieb die einzige Starterklasse ist, die was den Generalschlüssel von Haus aus dabei hat. Ja? Drum nehme ich mir die schwarze Feuerbombe, damit ich den Boss gleich zu Beginn töten kann. Sage ich euch gleich, was ich damit meine. Also ihr habt die schwarze Feuerbombe, für alle anderen Klassen bitte den Generalschlüssel. Figur nehmen wir dünn, Gesicht nehmen wir ferner Osten, Frisur nehmen wir Pferdeschwanz 1 und Haar nehmen wir Silber. Wir sind fertig und schauen uns das absolute legendäre Intro an. Und nach dem Intro weitere wichtige Informationen, Freunde. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame.
Kaito, the first of the dead. The Witch of Aizanith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Seath, the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Also ich muss sagen, Leute, ich habe jedes Mal wieder Gänsehaut, wenn ich dieses absolut fantastische Intro sehe. Und das Gute ist, wir werden allen diesen Kreaturen da begegnen. Gwyn, Sif, der schuppenlose Drache, Nito, es ist so gut. Was machen wir in dem Platinum Walkthrough? Also in dieser Episode werden wir uns Folgendes besorgen. Die schwarze Ritterhellebarde. Das ist für mich die stärkste Waffe in einem From-Software-Spiel ever. Und da gibt es eine Möglichkeit, dass man die sofort zu Beginn bekommt. Solange wir diese Waffe nicht haben, spielen wir nicht weiter. Warum sage ich das? Das ist ein einmaliger Gegner, zu dem wir laufen. Das ist ein schwarzer Ritter. Wenn wir den töten, hat er eine 20%ige Drop-Chance, dass wir diese Waffe von ihm erhalten. Ist er tot, dann bleibt er tot.
und wir treffen den erst im Endgame wieder. Das heißt, wir spielen von jetzt an immer wieder bis zum Schwarzen Ritter, bis dass wir die helle Bade haben. Es besteht auch die Möglichkeit, weil direkt davor ein Leuchtfeuer ist, dass ihr den Spielstand in die Cloud hochlädt. Ja? Dann killt sie den Ritter, droppt er die Waffe nicht, einfach Spielstand wieder runterladen, so lange, bis dass er die Waffe droppt. So werden wir es machen. Für alle, die was KPS Plus haben, spielen einfach immer wieder bis dorthin. Zahlt sie das aus? Oh ja. Denn in diesem ersten Part werden wir die schwarze Ritterhellebarde, die was von Haus aus schon mal einen riesen Damage Output hat, werden wir auf plus 4 bringen. Mehr als plus 5 ist nicht möglich. Und wir werden sie auch beidhändig führen können. Dazu brauchen wir 32 Stärke und 18 Geschicklichkeit. Was wir jetzt machen, wir sammeln mal ein paar Seelencontainer dann im Feuerbandschrein ein, gehen zum Schwarzen Ritter, töten den so oft praktisch, bis dass wir die Waffe haben, dann besorgen wir uns 20.000 Seelen. Ja, die brauchen wir nämlich, um einen Gegenstand zu kaufen, um noch mehr Seelen zu farmen. Also es zahlt sich aus. Wir leveln praktisch jetzt einmal nicht. Das wollte ich jetzt nur mal kurz sagen, dass wir das jetzt einmal so machen. Wie gesagt, Dark Souls 1 kann man auf so viele Weisen spielen. Es ist das offenste From-Software-Spiel überhaupt. Ja? Man kann in Areale gelangen, wo man noch gar nicht hin sollte. Man kann sich dort was Tolles holen und dort was Tolles holen. Und in den ersten Part machen wir das auch. Ab dem zweiten Part machen wir Gebiet für Gebiet. Heute werden wir uns mal für das ganze Spiel richtig ready machen. Okay? Die Gegner da, die farmen wir gar nicht ab, die töten wir gar nicht, denn die geben 20 Seelen, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht, Leute. So, gehen wir Leiter hoch. Na, Leiter runterrutschen ist einfach nur Kreis gedrückt halten. Nicht mit einem Stick, sondern einfach nur Kreis drücken. Ohne irgendwie einen Stick zu bewegen, denn sonst geht das nicht. Und jetzt holen wir uns die erste Trophäe ab. Entfachen, weil wir das Leuchtfeuer entfacht haben. So, die nächste wichtige Information. Wenn wir da jetzt reingehen, dann springt da fetter Boss runter. Na, da oben steht er, da sieht man, der springt da runter. Normalerweise will das Spiel, dass wir durch diese Türe da abhauen und ihn circa in 2-3 Minuten besiegen. Wenn man ihn da herunten schon besiegt, jetzt gleich, dann bekommt man seinen platinrelevanten Dämonenhammer. Den werde ich mal holen, denn ihr habt die schwarze Feuerbombe und mit der ist der Boss jetzt der Klacks. Alle anderen werden jetzt Probleme haben, denn wir haben aktuell nur dieses Schwert und es ist die schlechteste Waffe im Spiel. Es dauert ca. 20 Minuten, bis dass man besiegt, ohne Schaden zu nehmen. Es macht nichts, wenn ihr die Waffe jetzt noch nicht habt, denn im New Game Plus gehen wir da rein und one-hitten den fast. Wie gesagt, platinrelevant ist sie, aber die holen wir uns dann im New Game Plus. Ich hole mir es aber jetzt schon, weil ich über die Feuerbomben, weil ich den Dieb genommen habe. Er trifft mich gleich, sehr gut. No Damage Run vorbei. Das, Digga. Das war's mit dem. Sage ich das kurz. Dämonenhammer macht 138 Schaden und braucht 46 Stärke. Na, den möchte ich gerne nicht ausrüsten. Schwertgriff aktuell. So, jetzt laufen wir da durch. Jawohl. Jetzt bekommen wir unsere Waffen. Das legendäre Zielschild. Was
meiner Meinung nach das beste Parierschild ist. Da bleib. Ja, mit dem Schwert macht man keinen Schaden. Darum wechseln wir zum Banditenmesser. Roll. So, jetzt holen wir uns unseren Estus-Flakon. Da triggern wir die Kugel. Man kennt es aus Demon's Souls. Und da ist der Oscar. Oh, you. You're no Hollow. Hm? Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Yeah. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus Flask. An undead favorite. Und wir halten die Trophäe Estus Flakon. Das ist unsere Heilung. Da haben wir 5 Stück. Später haben wir 10 und dann 20 auch. Aber dazu später mehr. Oh, and this. Schlüssel Untoten Asyl Ost und Schlüssel des großen Pilgers. I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Ja, Prost. Oscar stirbt gleich. Wir werden ihn wiedersehen. So, parieren mit L2. Ganz leicht in Dark Souls 1. Mit Abstand das leichteste Pariersystem für alle From Software Spiele. Wenn ihr den Zauberer genommen habt, dann liegt genau da jetzt euer Zauberstab. Geh her da. Ja. Das Messer macht nicht viel Schaden. So, du kriegst meinen saftigen Backstep. Wenn man Glück kommt, droppt er seinen Bogen, aber nein, tut er nicht. Grüß dich. Zack, rein in den Wanst. Droppt der was? Nein, auch nicht. So, und normalerweise würde man jetzt da den Boss bekämpfen. Da macht man einfach eine Drop-Attack runter. Zack, macht ihm schon mal Riesenschaden. Aber wie gesagt, wir haben ihn schon. Jawohl. Jetzt holen wir uns da noch die Seelen ab. Da, Seele verlorener Untoter. Und wir fliegen in den Feuerbannschrein. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran.
Und wir sind angekommen im legendären Feuerbahnschrein und sehen, wenn wir uns da jetzt hinsetzen, dass wir 10 Heilungen haben. Warum ist das so? Normal hat man nur 5 zu Beginn. Aber wir haben hier eine Feuerhüterin und überall, wo Feuerhüter sind, sind 10 Estus-Flakons vorhanden. Da können wir später dann auch bei der Feuerhüterin unseren Estus verstärken mit der Feuerhüterseele. Dazu allerdings später mehr. Vielleicht nur ein paar Informationen. Wir steigen jetzt nicht auf. Wie gesagt, wir sparen uns die Seelen. Vitalität ist, glaube ich, klar, ne? Für unsere Gesundheit. Zauberei ist nicht dazu da, den Zauberangriff zu verstärken, sondern nur die Zauberslots. Kondition braucht man natürlich für ja, Ausdauer, klar. Und vor allem auch für das Tragen von stärkerer Rüstung. Stärke ist natürlich auch selbsterklärend, ganz wichtig. Da brauchen wir jetzt 32 dann. Und bei der Beweglichkeit, na, Dex, brauchen wir 18. Resistenzen sind Gift, Toxin, Schutz, na, werde ich überhaupt nichts killen. Und jetzt sind wir da. Intelligenz ist für Zauberer, damit sie mehr Schaden machen. Und Wille ist für Kleriker, Wunderwirker. So viel zu dem einmal. Jetzt nehmen wir uns da die Menschlichkeiten mit, auf jeden Fall noch. Jawohl. Und sammeln ein paar Sachen jetzt ein beim Feuerbahnschrein. Zum einen nehmen wir da die Brandbomben mit. So. Jetzt holen wir uns noch eine Trophäe. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Jetzt reden wir nochmal mit ihm, mit dem dicken Hund. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. Wir erhalten eine Kupfermünze, die was das Finderglück erhöht, aber wir wollen was anderes. Oh my, you again. Ja, oh my. I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Ja. Very well. Then first, a covenant with the gods. Und wir erhalten die Trophäe, der Weiße Eid. Super. Der erste Eid, der leichteste natürlich noch, ja. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. So, der fette Sack verkauft uns jetzt Wunder. Aktuell brauche ich die noch nicht. Na, für Platin brauchen wir alle. Aber was ich empfehlen kann, ist Heilung auf jeden Fall, wenn die wer will. Ne? Da kann man sich zusätzlich zu den Estus Flacons heilen. Aktuell kaufe ich da aber noch nichts. Wir lernen eine Geste. Ist nicht platinrelevant in Dark Souls 1. Come again. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Jawohl. So, jetzt gehen wir da kurz hoch. Und nehmen da noch die Seele mit. Verlorener Untoter. Gehen da raus, looten die 4 Kisten. Ganz wichtig, brauchen wir gleich Heimkehrknochen, 6 Stück. Morgenstern und der Talisman, dass man eben diese Wunde auch wirken kann. Geborstener roter Augapfel für PvP. Und Lloyds Talisman für Mimics zum Draufhauen oder auch für PvP, dass sie der Gegner nicht heilen kann. So, dann sind wir doch ganz schnell beim Friedhof, denn die Gegner sind sehr stark. Wir holen uns nur da diese große Seele und laufen da direkt vorbei. Und da auch.
Den nehmen wir uns auch noch mit. Mehr tun wir da nicht aktuell. So. Jetzt laufen wir da noch hinten. Jawohl, jumpen da runter. Schnell ans Leuchtfeuer sitzen. So, was wir jetzt machen, ist äußerst riskant, aber wir haben eh noch nicht viele Seelen bei uns, also machen wir das sofort. Wir holen uns jetzt von Schandstadt 3 Seelencontainer, die geben insgesamt 9000 und ihr erinnert euch ja, wir brauchen 20.000 Seelen. Darum ist es eigentlich recht wichtig, dass wir da runtergehen. Es ist gar nicht so schwer. Dazu rüsten wir uns auf jeden Fall da im Menü. Nun, das erkläre ich kurz. Da sind die Waffen, da die Schilde und Bögen, da unsere Rüstung. 2 Ringe gibt es in Dark Souls Teil 1. Pfeile und Items. Da rüsten wir uns jetzt den Heimkehrknochen aus. Jetzt gehen wir da runter. Wie gesagt, im ersten Part werden wir uns den Charakter absolut zurechtlegen, dass wir für die nächsten Parts richtig heftig OP sind und richtig Spaß haben mit dem grandiosen Game. So, da haben wir eigentlich noch gar nichts verloren, aber wir nehmen uns da mal die Seele des namenlosen Soldaten mit und sind in die Ruinen von Neulondo, gehen da rein. Und jetzt brauchen wir eben das Begräbnisgeschenk, die Gabe, und zwar den Generalschlüssel. Nehmen da die große Seele mit. Super läuft das. Und jetzt gehen wir nach Schandstadt. Da laufen wir einfach nur durch, Leute, und holen uns das und verschwinden da gleich wieder aus diesem ätzenden Gebiet. Also, Schandstadt ist schon richtig heftig. Ich finde zwar Demon Souls PS3-Version. Oje, oje. Tal der Schändung, Valley of Defilement, fände ich persönlich nur schlimmer. Glück gehabt. So. Runter und nur Kreis drücken, damit wir rutschen können. So, dann gehen wir gleich da lang. Hupfen wir runter. Runter und Kreis drücken. Jetzt müssen wir schnell sein. Da. Kreis drücken. Kreis drücken. Wow. Jetzt gehen wir da her. Kreis drücken. Das gleiche gilt für hier. Runter. Jetzt jumpen wir da auf so eine Plattform und fahren einfach ganz nach unten und wir haben schon fast die halbe Mitte ist geschafft. Hoppala, hat mich der erwischt da. Habe ich gerade die Aufnahme abgebrochen, ich kann immer nur eine halbe Stunde aufnehmen. Hätte mich fast da gekillt. So, da haben wir den ersten Seelencontainer. Große Seele, stolzer Krieger. Dann 3000 Seelen. So, ganz wichtig, nicht an dieses Leuchtfeuer da setzen, denn sonst kommen wir da nimmer weg von Schandstadt. Da müssen wir alles wieder zu Fuß raufkraxeln, das wollen wir nicht. Oh, oh, oh. Wie gesagt, ein bisschen riskant, aber wir riskieren da eigentlich nichts. Ein bisschen riskant, aber wir riskieren nichts. Es macht da Füßen. So, aufheben und wir hauen ab. Bis später, Schandstadt, du Arsch. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Schwarzritter. Jawohl, sehr, sehr fein.
legen wir ab und die Brandbomben rüsten wir gleich mal aus. Die brauchen wir jetzt nicht für den Schwarzritter, aber für kurz darauf dann. Dazu gehen wir eigentlich wieder den gleichen Weg runter. Haben wir natürlich den Aufzug nicht wieder hochgeschickt. Sehr, sehr gut. Ich hab so Bock auf das Game, Leute. Es erneut zu platinieren. Gibt so tolle Sachen in Dark Souls 1. Ist ganz ein besonderes Spiel. Da. Jetzt gehen wir aber nicht nach Schandstadt. Jetzt gehen wir durchs Drachental. So. Da ist schon so ein großer, fetter, alter Drache. Der wacht auf und tötet euch, sobald ihr die zwei Items nehmt. Schild und Schwert, das können wir nehmen. Die Kriegerseele, das andere holen wir uns später. So, jetzt kommt eine Stelle, das ist die einzige tricky Stelle, sage ich mal. Der Drachen dreht sich jetzt um und wir laufen einfach rechts vorbei. Am Strahl und wir haben es geschafft. Da gehen wir jetzt rechts. Und wir sind beim Schwarzen Ritter gleich. Dazu jetzt ein paar wichtige Infos. So, da ist das Leuchtfeuer. Da setzen wir uns auch hin. Und jetzt ganz wichtig. Da haben wir unsere Stats. Ganz rechts sieht man, wir haben 100 Beutehäufigkeit. Das heißt, aktuell haben wir 20%ige Chance vom Schwarzen Ritter, diese helle Bade zu bekommen. Jetzt essen wir 4 Menschlichkeiten. Jetzt haben wir eine Beutehäufigkeit von 173. Das heißt, so circa 30%ige Chance. So. Jetzt könnt ihr den Speicherstand hochladen. Genau hier. Oder den Schwarzen Ritter draußen töten. Wenn sie das nicht bekommt, die Schwarze Ritter Hellebarde, genau dasselbe, was wir bis jetzt gemacht haben, wieder, bis dass ihr diese Schwarze Ritterhelle Bade bekommt. So, wir setzen uns nochmal hin. So, den Schwarzen Ritter kann man auf 2 Arten besiegen. Entweder man pariert ihn oder man lockt ihn da runter und backsteppt ihn, bis dass er da runterfällt. Schauen wir mal. Da ist er. Wo ist er? Hallo? Ist ein verdammt harter Gegner, es sind so ziemlich die härtesten Gegner im Spiel. Wir sind absolut unterlevelt, aber wir wollen diese Waffe unbedingt. Erst. Ja, was? Was geht, Alter? Ja, das war jetzt der Outletter, der Arsch. Uns im Butler. Ja, Backstepper. Und der Parry. Ja,
nochmal. Jetzt hat es gesehen, wir haben pariert. Und jetzt versuche ich, wenn man da unten irgendwie runterhauen, dass ihr seht, wie das funktioniert. Aber wisst ihr was, ich kill ihn einfach so. Er ist ja so leicht zum Parieren. Jetzt hoffen wir, dass wir Glück haben. Jawohl, beim ersten Mal. Die schwarze Ritterhellebarde ist unser. Super. Und der blaue Brocken. Äußerst majestätisch. Schauen wir uns das Prachtexemplar gleich an. Schwarze Ritterhellebarde, 245 Grundschaden. Und wir bringen die heute noch auf plus 4. Ja. Braucht 32 Stärke und 18 Geschick. Das gehen wir jetzt als nächstes an. Denn jetzt brauchen wir 20.000 Seelen. Zuerst, da unten, das Graswappenschild. Es ist eine Legende und das rüsten wir jetzt einmal aus. Dieses Schild erhöht die Ausdauerregeneration, was super ist. Aber dazu brauchen wir 10 Stärke. Darum werde ich jetzt einen Punkt in Stärke leveln. Wirklich nur einen. Wenn ihr 10 Stärke habt, braucht ihr es nicht machen. Da 10 Stärke. Jawohl. So, nächstes Ziel. Jetzt werden wir uns Funkeltitanit besorgen. Dass wir die Schwarzritterhellebarde dann aufleveln können auch. Zuerst gehen wir da hoch. Ziehen mal ein bisschen was aus. Jawohl, wieder eine Fast Roll. Kann ich auch kurz erklären. Wenn man unter 25 ist, hat man absolute Fast Roll. Über 25% ist absolute Mid Roll. Und ab 75% ist dann sehr langsam. So, zuerst hole ich mir da das Item noch, was da leuchtet, denn das sind nochmal Seelen. Große Seele und ich hau schon wieder ab. Jetzt haben wir da gleich die Kristallechse mit Funkeltitanit. Zuerst holen wir uns da noch einen Bogen, dann haben wir den auch schon. Jawohl, dann haben wir die Lederrüstung und den Langbogen und den Pfeil. Und da haben wir jetzt die Kristallechse. Jawohl, zwei Funkeltitanit und zweimal große Scherbe, absolut sensationell. Und wir gehen direkt weiter, das Schöne ist, das kann man so circa in einen durchziehen, das Ganze, das gefällt mir da sehr gut. Wie gesagt, jeder spielt Dark Souls 1 ein bisschen anders, ich finde das die beste Möglichkeit am Beginn, sich richtig stark zu machen. So, diese Bäume müssen wir töten. Und zwar viele davon, denn wir brauchen jetzt einen blutroten Klumpen, einen lila Klumpen und einen mit Blume. Und die droppen alle diese Bäume. Jetzt haben wir zweimal Pech gehabt. Wir haben jetzt nichts gedroppt. Wir gehen direkt da weiter.
Wir können auch eigentlich, wenn wir es noch haben. Ja. Jawohl. Okay, warum droppen die heute nichts? Droppt nichts. So, der springt da gleich außer da, der Krautschel. Ja, glaube ich das. Wir haben einen blutroten. Jetzt brauchen wir noch einen lilanen und einen mit Blume. Brauchen wir ganz, ganz dringend. Warum, sage ich später in diesem Part. Und da wollen wir dann rein Seelen farmen. Da rein. Dazu brauchen wir was, was 20.000 kostet. So, wir gehen da durch. Setzen uns da her. Große Seele, jetzt wachen nur drei so Bäume auf. Zwei davon haben wir schon getötet. Und einen töten wir jetzt. Einer hat was gedroppt. Lila Moosklumpen mit Blume, der seltenste Drop. Super fein, jetzt braucht man nur noch einen lilanen. Blutrot, die schauen wir über die andere Waffe jetzt, die ein bisschen mehr Schaden macht. Da. Morgenstern, muss ich beidhändig führen. Warum muss ich Morgenstern beidhändig führen? Ganz einfach. Der braucht jetzt 11 Stärke, wenn man Waffen beidhändig führt, hat es einen Multiplikator von 1,5. Somit kann man Waffen beidhändig führen, ehe man die Stärkeklasse erreicht hat, was sie benötigen. Ja? 1,5 Multiplikator hat man da. Ja, ich sollte mir auf jeden Fall eine Waffe ausrüsten. Ja. Man sieht es da, ist ein rotes Kreuz beim Morgenstern. Beidhändig auf Dreieck kann ihn führen. Ja, macht mehr Schaden auf jeden Fall. Blutrot schon wieder. Jawohl, und da haben wir einen lila Moosklumpen. So, jetzt an, das macht ihr bitte nicht. Na, ich meine, ihr könnt es schon machen, aber ich mache das nur, dass ich weiß, wie viele Seelen das wir jetzt noch brauchen. Na, ich werde jetzt alle Seelen konsumieren. Was wir bis jetzt eingesammelt haben. Das könnte sich ausgehen. Und das geht sich sogar sicher aus. Jetzt nehmen wir noch die drei großen Seelen da zu uns. Perfekt. Und wir haben 20.000 Seelen. Und jetzt laufen wir da zurück. Nicht weit. Wir gehen jetzt zum André, den Schmied, und kaufen uns das Astora-Wappen. So ist ein bisschen tricky, denn jetzt ist da dieser große Typ.
vorbeilaufen. Jawohl. So, servus André. Well, you must be a new arrival. I'm André of Astora. If you require smithing, then speak to me. Jetzt können wir da einiges machen. Wir erlernen mal eine Geste, hurra. Und jetzt kaufen wir uns das Artorias-Wappen. 20.000. Jawohl, es ist unser. Super fein. So, 2, 3, 4, 5, 6.000 kaufen wir uns das dann auch noch, dass wir am Leuchtfeuer reparieren können, die Rüstung verstärken, was ich eigentlich gar nicht machen werde, und dass wir die Waffen auch verstärken können. Das können wir uns jetzt alles erfarmen. Aber was verkauft er noch? Langschwert, Breitschwert? Ja, aktuell kaufen wir das noch nicht. Cestus wäre interessant zum Parieren eventuell. Aber Drachenschild sehr gut auch mit... Warte mal, wie viel hat das Drachenschild? Hat das hundertprozentige... Nein. Ja, doch, physisch 100%. Das ist das, was der Ritter hat. Aus Starterklasse. Don't get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow. So, bevor wir da jetzt reingehen in das Tor, holen wir uns Funkeltitanit en masse. Wir entzünden da das Leuchtfeuer. Und was wir jetzt machen, wir haben jetzt 4 Menschlichkeit. Jetzt werden wir die Aushöhlung umkehren. Da bieten wir 1 Menschlichkeit dar. Jetzt sind wir menschlich. Und dass wir jetzt 10 Estus haben an diesem Leuchtfeuer, werden wir das Leuchtfeuer entfachen. Dazu muss man eben menschlich sein und eine Menschlichkeit dann darbieten. Wir entfachen das Leuchtfeuer und haben für immer jetzt bei diesem Leuchtfeuer 10. Ja, später haben wir 15 und dann 20. Aktuell haben wir immer dort 10. Warum gerade dieses Leuchtfeuer? Ganz einfach, ist eines der wichtigsten Leuchtfeuer. Ne? Da ist der Schmied, da geht es dann Sens Festung später. Ganz ein wichtiges Leuchtfeuer. Allerdings werden wir jetzt in den Feuerbannschrein zurückgehen, eine Abkürzung öffnen. So, Achtung auf den Typen da. Wir nehmen uns da ganz wichtig eine Feuerhüteseele mit. Ai, ai, ai. Und können jetzt auch unseren Estus schon verstärken. Jetzt steigen wir da ein. Absolut majestätisch. Und springen auf halber Höhe raus. So, da gehen wir raus. Jetzt sind wir hier oben. Da müssen wir rüber. Das war auf der PS3-Version eine Katastrophe. Da brauchen wir einfach nur rollen jetzt. Einmal rollen und wir sind da. Jetzt gehen wir da hoch. Und holen uns hier den Schlüssel Untöten Untoten Asyl West. Jetzt müssen wir wieder hochfahren, wir müssen dann nochmal rauf. Ja, schon langsam fügt sich das Ganze zu einem Bild. So, jump mal raus. Rüber. Äußerst gut. So, gehen wir da ums Eck. Und jetzt haben wir da ein Vogelnest. Und da rollen wir uns für ein paar Sekunden zusammen und bewegen uns nicht.
Jawohl. Auf das muss man mal draufkommen, ne? So, wir sind wieder zurück. Achtung, stärkere Gegner. Ja, die machen Aua. Ja, ich bin tot. Es geht so schnell. So äußerst unangenehme Zeitgenossen, denn wenn man da stirbt, dann muss man wieder vom Leuchtfeuer her. Verpiss dich, Dude. Kommen die da her? Give me warm. Give me soft. Jawohl. Die sind übel, weil wir sollten da überhaupt noch nicht sein. So, ihr habt es schon gehört, Snuggly die Krähe. Und jetzt, Leute, legen wir einen Blutroten ab. Blutroter Moosklumpen und wir verlassen das Spiel einmal und dann schauen wir, was passieren wird. You give me what? Give me. Und wir halten einen Funkeltitanit für unsere Schwarzritterhellebarde. Jetzt legen wir den lila Moosklumpen ab und verlassen wieder das Spiel. Müssen wir immer das Spiel verlassen. Na, Snuggly die Krähe, auch bekannt natürlich aus den Souls-Spielen. Bloodborne gibt es nicht. Demon's Souls gibt es, Dark Souls 2, Dark Souls 1, Dark Souls 3. Ein weiterer Funkeltitanit und jetzt noch den mit Blüte. Spiel verlassen. Und der mit Blüte gibt sogar zwei Funkeltitanit. So, wir haben jetzt vier Funkeltitanit. Insgesamt schon sechs Stück. Ne? Und jetzt brauchen wir nur noch Seelen. Und für das nehmen wir jetzt einen Heimkehrknochen. Und da kommen wir direkt wieder zum Schmiedleuchtfeuer. Beim André. Und jetzt gehen wir Seelen farmen, so richtig Seelen farmen. Mal kurz schauen. Wie viel gibt da diese Kriegerseele? 2000, das heißt, die kann die Schwarzritterhellebarde verstärken. Schwarze Ritterhellebarde. Plus 1 und wir machen schon 269 Schaden. Don't get yourself. Ihr wisst schon, die Seelen ausgegeben gleich. Na, ist ja Blödsinn. Ich hab die Seelen konsumiert. So, da laufen wir wieder vorbei.
Jetzt gehen wir nämlich Seelenfarmen auf eine ganz schäbige, aber auch clevere Art, würde ich einfach mal sagen. So, unser Ziel ist dieses Leuchtfeuer da hinten. Oje. Ja. Jawohl, Leuchtfeuer passt wieder. Setzen wir uns gleich hin. Unser Farmleuchtfeuer. Denn da in diesem Wald sind lauter Typen. Ah, herrlich. Die muss wir jetzt. Die sind aggressiv und die geben sehr viele Seelen. Und werden wir jetzt alle triggern. Ja, da ist der erste schon. Wir laufen hoch, bis das die da kommen mit Spinnenschild. Jawohl. Die nehmen wir auch noch mit da. Und die laufen uns jetzt alle nach. Und wir gehen jetzt da rein. Und die stürzen da einfach ab. Ja, oder so. Ab und zu bleiben sie leider stehen. So, jetzt noch einmal. Wir triggern die ganzen Idioten. Der war's. Laufen wir da her. Wiedersehen. Wiedersehen. Und Wiedersehen. Ne? Und das machen wir jetzt die ganze Zeit. So viel wir wollen, so lang wir wollen. 8600 Seelen sofort. Ja. Ich habe 19 Stärke. Ja Leute, ich werde das jetzt noch machen und werde euch dann zeigen, wie hoch ich ins Level gegangen bin. So Leute, ich habe jetzt da circa eine Stunde oder so gefarmt und jetzt zeige ich kurz da mein Level aktuell. Ich bin jetzt auf Level 42, 13 Vitalität, 16 Kondition, 32 Stärke und 18 Beweglichkeit. Dass ich die Schwarzritter-Hellebarde jetzt einhändig führen kann. Und jetzt gehen wir zurück zum Schmied und werden die Hellebarde weiter aufwerten. Jetzt sind wir ja schon krass stark unterwegs. Ja, One-Hit natürlich. Und das ist erst plus 1. Wir bringen es auf plus 4 heute. Es ist so eine gute Waffe. Jawohl.
Und jetzt holen wir uns dann das nächste richtig, richtig feine. Jetzt gehen wir dann zum legendären Hubble the Rock oder Hubble the Rock und holen uns den Hubble's Ring, der was unsere Belastung erhöht, dass wir mehr tragen können. Und den Kollegen werden wir dann auch killen. Wir haben jetzt nur 16.000 Seelen erfarmt, damit ich jetzt alles beim Schmied machen kann. Wunderbar. So, André. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? Ja, ich will gerne die Schwarzritter Hellebarde auf plus 2 bringen. 294 Schaden. Jetzt bringen wir es auf plus 3. Ja. Und jetzt auf plus 4. Und wir machen 343 Schaden und brauchen jetzt nur 4 Funkeltitanit. Die bekommen wir jetzt nicht so schnell. Wir bekommen zwar jetzt nur einen beim Taurus-Dämon dann oben, aber jetzt spielen wir mal ein bisschen auf plus 4, das was absolut genügt. Und wir kaufen uns noch die Waffenschmiedekiste. Verstärkung von Rüstung am Leuchtfeuer brauche ich jetzt nicht. Reparatur der Waffen holen wir uns auch. Da brauchen wir aktuell nichts Wichtiges. Teile vielleicht. Ja. Nehmen wir uns mal 100 Pfeile oder so. Oder? Jawohl. Was können wir noch? Können wir den Bogen eigentlich verstärken? Was brauche ich da? Kleine Scherbe für den Bogen. I'll be seeing you then. So, dann werden wir uns da ins Leuchtfeuer setzen. Und dann schauen wir mal runter zu diesem Titanit-Dämon. Mal ein bisschen Waffenschaden da testen. Wie gesagt, absolut sensationeller Schaden schon. Und das bevor wir das Spiel überhaupt begonnen haben. Wir haben nur den Tutorial-Boss bis jetzt gemacht. Hoppala. Jawohl, da haben wir Dämonentitanit, 2000 Seelchen. So, dann gehen wir schon langsam zurück Richtung Feuerbahnschrein. Und dort werden wir jetzt die Feuerhüterseele einlösen. Jetzt können wir nämlich Ausrüstung reparieren. Zwei Seelen. Na wunderbar. Jetzt gehen wir zum Hebel. Den werden wir zu Tode parieren. Absoluter Wahnsinn. Backstep-Schaden. One-Hit. Kleine Scherbe. So.
Feuerbannschrein habe die Ehre. Oh. Setzen wir uns ans Leuchtfeuer kurz. So, jetzt haben wir endlich unsere Ruhe. Jetzt können wir mit diesem Herrn da sprechen. Der wird uns ein bisschen sagen, was im Spiel passieren wird jetzt. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ah, your face. You're practically hollow. But who knows? Going hollow could solve quite a bit. Ja, der Typ dient eben dazu da, dass man, der ist eben dazu da, dass man ein bisschen was erfahrt, wie man es im Spiel weitermacht. Und er hat eben gesagt, wir müssen nur die zwei Glocken läuten. Das müssen wir tatsächlich tun. Dann machen wir jetzt da schon langsam uns auf den Weg dahin. So. Das Gute an der Waffe ist noch dazu, hat sie eine verdammte Range, eine richtig gute, aber trotzdem aufpassen. Da springen wir rüber, denn da haben wir noch den Ring der Opferung. Der was dazu dient, dass wir, man kennt ihn aus Dark Souls 3 schon, ne, der was das vorher gespielt hat, der dient dazu, wenn wir den anlegen und sterben, verlieren wir einmalig die Seelen nicht. Macht bei zwei Stellen einen Sinn im Game. Zum einen am Ende beim Sieg den schuppenlosen Drachen und eventuell beim Chaoswesen. Das kommt aber viel später. Ja. Auch noch Seelen mit. Und jetzt gehen wir das Spiel eigentlich erst an, jetzt wo wir schon eine Schwarzritterhellebarde plus 4 haben. Wie gesagt, mehr als plus 5 geht nicht. Es ist einfach ein Traum. Die Range, wie gesagt, ist so gut bei der. Und das ist das Gefährliche an Dark Souls 1. Egal wie stark das man ist,
Wenn man in der Ecke steckt, steckt man in der Ecke. Falle. Jawohl, wunderschön. So, da haben wir noch eine Menschlichkeit. Ach Gott, ich liebe diese Waffe. Ich liebe dieses Spiel. Jawohl, perfekt. Ah. Ja, das ist das einzige Problem. So. Noch ein Seele. Und da werden wir schon willkommen geheißen vom Drachen. Die Range ist halt so gut. Na, wer noch kein Schild hat, haben wir da jetzt das Holzschild. Und da ist sehr wichtiges Leuchtfeuer. Das werde ich auch gleich entfachen. Da nehme ich jetzt zwei Menschlichkeiten zu mir. Jetzt habe ich wieder. Ah, ich habe noch mal eine, okay. Dann geht das aktuell nicht. Setzen wir uns jetzt noch nicht hin. Jetzt gehen wir mal zum Händler. Hat sich nur sein Helm getroppt, Nase, Schild, okay. Geht komplett durch die Verteidigung durch, ne? Ja, da braucht man gar nicht parieren, wenn man so eine tolle Waffe hat. Ich pariere sehr gern, aber wenn man so eine Waffe hat, braucht man das gar nicht. Zehn Wurfmesser, warum nicht? Ja, jetzt bin ich ein bisschen falsch gegangen. Wurscht. Gehen wir nochmal. Und da haben wir den ersten Händler. Well now, you seem to have your wits about you, hm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. So, wir kaufen. Den Anwesensschlüssel. Inventarverwaltung am Leuchtfeuer. Nehmen wir. Ja. Nö, aktuell
Vielleicht noch ein paar Brandbomben. Ja, ich glaube, wie gesagt. Thank you kindly. Dann lasse ich aber leben. Viele bringen den auch um. Wir lassen den leben. Da können wir immer wieder zurück zu dem. Wichtig ist der Anwesenschlüssel, dass wir jetzt zu Havel runter können. Alles schön clearen. Fünfmal die schwarze Feuerbombe. Da haben wir noch eine Seele. Schaut so gut aus, das Gebiet. Ich hätte mir zwar ein bisschen erhofft, dass das Remastered ein bisschen besser ausschaut, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber zumindest ist es viel flüssiger als wir das Original. Besonders wenn man nach Schandstadt geht. Gold hat es 3 Stück. Nur ein bisschen mehr. Ah, das Hüllensoldatenschild ist auch sehr gut. Ich muss ein bisschen da haushalten mit meiner Heilung. Und da haben wir jetzt sehr interessanten Gegner. Schwarzen Ritter. Dem, was wir natürlich one-hitten. Und wenn wir Glück gehabt hätten, dann hätten wir jetzt vielleicht sein Schwert bekommen, das auch sehr gut ist. Haben wir nicht, aber wir haben eh die Hellebarde schon. Und den blauen Tränensteinring. Den ersten Ring, was wir gefunden haben, also der Ring der Opferung zählt ja nicht. Der verstärkt die Verteidigung, wenn wir knapp vom Tod sind. Rüst mir gleich aus, warum nicht, ne? Ist jetzt kein Ring, den was ich dauerhaft tragen werde, aber aktuell haben wir ja nicht mehr. Ich bin ein richtiger Trottel, muss man sagen. Dass ich auf den alten Schmäh nicht falle. Erst! Gib mit Ruhm, aber es ist egal gerade. Ich fühle mich ein bisschen zu sicher mit der schwarzen Ritterhellebarde. Ja, ein bisschen zu sicher. Oder gehen wir gleich zum Havel runter, aber aktuell. Ja. Jawohl, 2 Stück Funkeltitanit, 2 brauchen wir noch, dann hätten wir die Waffe auf plus 5 auf maximal. Und jetzt, ja, jetzt brauchen wir Glück, denn wenn uns der Havel trifft, dann sind wir tot. Denn der haut zu wie ein Truck. Wenn wir ihn treffen, ist er tot. Also wenn wir ihn kritisch treffen. Okay.
Ah, zweihändig brauchen wir gar nicht probieren. Wow. Okay, schau, wie stark der ist. Der überlebt sogar einen Schlag. Aber das war's mit ihm. Und wir halten den absolut genialen Havelsring, der was unsere Belastung massiv erhöht. Ah, herrlich. Viel besser. Da sind wir im Fensterwurzbecken, wo wir da unten den schwarzen Ritter da hinten getötet haben, wo wir die Hellebarde erlangt haben. Jetzt werden wir den Taurus-Dämon noch besiegen. Heilung habe ich keine mehr. Macht aber nichts. Zuerst gehen wir da hoch und töten mal da die Schützen, damit uns die nicht nerven. Wahnsinn. Kreis gedrückt halten. Gleich kommt er. Na, das gibt's ja nicht. Was war denn das? Das habe ich auch noch nie gesehen. Ja. So, dann probieren wir es nochmal mit der Drop Attack. Bin trotzdem ein bisschen zu schwer, obwohl ich Havels Ring anhab. 23. Jetzt ist besser. Weil mir ist ganz wichtig, dass ich komplett agil bin. One Hit, Taurus-Dämon. Heimatknochen und der Menschlichkeit. Also jetzt haben wir die volle Power der Schwarzritter-Hellebarde gesehen. Wir one-hitten ihn. Da haben wir noch eine große Seele. So, und jetzt werden wir die Legende kennenlernen, Leute. Praise the Sun. Wunderschöne Aussicht, wunderschöne Kulisse. Da steht er, Solaire, die berühmteste Figur aus Dark Souls, möchte ich schon fast sagen. Ah, hallo. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange.
Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Schaut sich mal diese Aussicht an. Praise the sun. Auf jeden Fall ja drücken. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Ja. This pleases me greatly. Well then, take this. Wir halten den weißen Symbolspeckstein, um unsere Hilfe anzubieten, vor einem Boss oder so. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Gott Gänsehaut, weil es so ein epischer Charakter ist im From-Software-Universum. Jetzt habe ich die Frage an euch, Leute. Schreibt, ich mache von mir aus, mache einen Kommentar und ihr könnt es dann darunter schreiben oder so. Wenn wir Solaires Quest erfüllen wollen, müssen wir ihn ein paar Mal beim Boss beschwören. Wollt ihr das sehen oder wollt ihr die Bosse solo sehen? Ne? Ich fände es eher immer uncool, wenn man wen zu einem Bosskampf mitnimmt. Fände ich eigentlich ziemlich lame. Aber wenn man Solaires Quest erfüllen will, bis zum Ende, dann muss man das machen. Die schwarzritte Hellebarde schaut halt so gut aus, ne? Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Oh, the sun. Und immer die Dialoge natürlich ausschöpfen. So, Achtung, da laufen wir bis daher und dann gleich wieder zurück. Sensationell. Als erstes mal tun. Wir haben da einen super Shortcut zu unserem Leuchtfeuer. Jetzt können wir da nämlich was probieren. Ich versuche jetzt den Drachen den Schwanz abzuhauen. Erst. Denn diesen Schwanz müssen wir abtrennen. Jawohl. Wir haben das gerade Drachenschwert. Absolut eine tolle Waffe fürs Early Game. Oh, schaut, hier kommt der Drache. Ja, das Drachenschwert schauen wir uns natürlich an. 200 Schaden, ne? Das Problem ist, es skaliert mit nichts und man braucht Dämonentitanit. Oder einen Drachenstein. Ah, Drachenstein, glaube ich, zum Aufwerten, genau. Ist recht OP für den Anfang, aber nichts im Gegensatz zu unserer. Aha. Neue Seele.
und das legendäre Claymore, was ich auch liebe, muss ich wirklich sagen, ne? Ganz ein feines Teil, aber leider durch das, ach herrlich, durch unser Schwarzritter Hellebarde ist es unattraktiv geworden. So haben wir den Sonnenlichtaltar. Aktuell können wir da noch nicht beitreten. Warum, erkläre ich beim nächsten Mal, denn wir machen da jetzt Schluss für heute. Leute, ich hoffe, es hat euch geholfen. Wie gesagt, alle platinrelevanten Funde, ja, alles verlinkt in der Infobox. Es wird eine lange Reise, es wird eine epische Reise. Ich hoffe, es gefällt euch. Über Abo und einen Daumen würde ich mich natürlich freuen, Leute. Für heute bin ich raus. Bis zum nächsten Part. Euer Jack FromSoft.